Willkommen zurück zu Tobis Kampffabrik, liebe Freunde. Heute sehen wir das Match Wladimir Feuerball gegen Flo von Games Per Second. Ja, kommen wir zu den Teams erstmal. Wladimir oder auch Felix, als Felix bekannt hier, bringt mit Smogmog, Altaria, Shame, Tornupto, Gast und Amagaga, hat zu Hause gelassen Celebi und Stolos. Auf der anderen Seite haben wir Flo mit Mew, Tangulos, Lamus, Klavion, Wishu und Enikoro zu Hause gelassen, Knocker und Scherox, nicht Skorkro, Scherox. Scherox, ein ziemlich guter Oyu an sich, hat er hier daheim gelassen. Was ich durchaus interessant finde, wir sehen hier schon, Felix hat sich etwas beklagt, er hat nur spezielle Mons, die beiden physischen, das physische Stolos hat er zu Hause gelassen, gleich mal. Hier Megapotenzial, oder Megas dürfen eigentlich mit Altaria und Lamus relativ feststehen, würde ich mal sagen, oder gibt keine anderen, die sich megern könnten, ja. Was ist jetzt Altaria? Ist schon mal hier so ein Pokémon, das ist dermaßen gefährlich gegen Flo, weil er einfach keinen effektiven Switch-In hat und auch keinen wirklichen Check. Klavion checkt das unter Umständen, wenn es keinen Feuersturm hat, das werden wir sehen. Shaman wiederum sollte Flo relativ gut in den Griff bekommen. Tornupto kann gefährlich werden. Smogmog ist halt eine Wall für Wishu. Gastrodon ist extrem mächtig, auch wenn halt da Tangulos fürs Erste noch gut dasteht. Und Amagaga kann halt das Tangulos wiederum, ja, Revenge killen, wenn es schneller ist überhaupt. Also Amagaga ist immer so ein Pokémon, ein bisschen kritisch. Je nachdem auf Set und Set vom Gegner. Guck mal an, Mew ist unberechenbar, ganz klar bei Flo. Tangulos ist so ein Mon. Das ist halt gegen Gastrodon und gegen eventuell vielleicht sogar Stolos noch dabei. Kann auch gegen Shaman was machen, wenn es halt Soltres, also AV'd ist. Das Lamus natürlich sein Mega, wenn auch vielleicht Scherox hätte auch Mega sein können, da bin ich mal gespannt, ob Mega Scherox oder generell Scherox hier eine sehr, sehr gute Wahl gewesen wäre in meinen Augen. Gerade Celebi hätte es one-hitten können, Amagaga, das mega gefährliche Altaria, das, wo sind wir gerade denn eigentlich beim Team hier? Ja genau, bei Klavion. Klavion, das brauche nichts zu sagen, das Vieh ist asozial as fuck. Hazard Control, weiß ich gar nicht, wie das bei Felix aussieht. Ich glaube, ich hatte nichts im Team. Vielleicht Celebi könnte was können, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube es eher nicht. Dann kommt Wishu, das ist hier, dem Team ist halt ein guter Range-Kill, auch guter Lead, aber ansonsten, macht das so mäßig Sinn, kann halt einiges outspeeden, wird da von Smogum eben komplett gewollt. Ich glaube, das ist der Sinn von Smogum, Enikoro haut ansonsten ziemlich, ja, ist halt, hat halt mitgenommen, weil halt wahrscheinlich ein bisschen ein ausgeglichenes Team haben wollte. Kann damit potenzielle Geistattacken abfangen, die ich jetzt nicht an dem Team sehe, aber ja, schauen wir uns einfach mal an, wie es losgeht. Der Lead dürfte, sehen wir schon, nein, der wird nicht angezeigt. Okay, das ist gut. Wir haben hier Altaria gegen Klavion. Er geht hier gleich auf die Thunder Wave und kriegt die Full Power. Das ist natürlich etwas ungeschickt. Magnet Rise, um Erdbeben vorzubringen. Also kommt der Fire Blast. Der Mist, ich muss die mal auf Slow stellen, dass mich sonst wäre ziemlich hektisch für mich. Der Feuersturm kommt gegen das Mew, da er auch richtigerweise rausgewechselt ist. Jetzt müssen wir mal schauen, was Mew denn gegen das Altaria hat. Denn eigentlich hat es halt nicht viel, das ist halt die Sache. Softbolt kann sie heilen. Deswegen dürfte die Hyper Voice kommen, die macht umso mehr Schaden. Fast 50% kann sie natürlich überleben, dann Stück für Stück hier sein Damage austeilen, wenn es überhaupt was drauf war. Das wissen wir, wie gesagt, Mew ist eine Überraschungskiste. Er versucht jetzt hier, weiß ich ja nicht, was er versucht hier gegen das Altaria die Fullpaare rauszuholen. Okay, alle vier Züge kriegt er bestimmt eine Fullpaare und jetzt muss er halt dann mal selbst zur Initiative gehen, versucht irgendwas auszuspielen. Okay, man merkt schon, wie ankündigt die Option gegen Altaria fehlt ein bisschen. Kriegt wieder die Fullpaare, jetzt müssen wir halt sehen, was klar wird. Was kann natürlich wieder zurück zum Mew gehen, das versuchen irgendwie. Jetzt geht er zu Slowbro, ist auch so, solange es noch keinen Boost drin hat, ist eigentlich Altaria hilflos ausgeliefert. Das kriegt schon die dritte Fullpaare hintereinander, was ziemlich lame ist. Auf den Chat habt ihr keinen Einblick, das ist, ja, kommt hier Call Mine, das ist schon, jetzt wird es wiederum interessant, denn jetzt müssen wir sehen, wie viel das Altaria ist langsam, wie viel Schaden das drücken könnte. Er geht jetzt raus und geht in Shaman, ja, das ist ein interessantes Matchup. Er geht auf Call Mine, nochmal ist halt die Frage jetzt, hätte er das mal kalken müssen, wie viel denn ein Seed Flare macht und dann überlegt, ob er rausgeht. Ich weiß nicht, ob das der klügste Zug von plus 2 Lamus, weil die Chance wird jetzt im Match nicht mehr oft bekommen,
Klefki hier fängt natürlich Seed Flare sehr gut ab. Jetzt bin ich mal gespannt, was er überhaupt machen will. Geht wahrscheinlich wieder auf Altaria, da Klefki da nichts gegen machen kann. Und fängt es, ich glaube, ich habe den Kampf, ich habe ja alle Kämpfe bisher, oder ich versuche alle Kämpfe mir vorher schon mal anzuschauen. Oder beziehungsweise die ersten 6 Kämpfe mir schon mal angeschaut, weil ich da die Woche vorher krank war. Dann habe ich gedacht, komm, gucken wir uns mal an, wie es läuft. Hier Spikes geht auf Klefki, das tut ziemlich weh. Aber wie gesagt, kein Hazard Control, das ist ziemlich gut, das ist ziemlich gut für ihn. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier Sinn macht, Klefki noch rauszuholen, vor allem, dass Slowbro halt eben echt nicht so der geile Switch in Altarius kriegt zwar immer plus 1 Boost im Prinzip free. Ja, da schreibt Felix auch im Chat gerade, alter, what the hell, hier Shame ist die einzige richtige Wahl, dass Slowbro darf man nicht zum Boosten kommen lassen, jetzt habe ich eben nur noch plus 1. Allerdings hat er das sehr gut predicted und geht hier auf Psyshock, um direkt mal einen Schaden auszuhalten, sonst hätte er eh nur wieder sinnlos raus müssen, nicht schlecht gespielt auf jeden Fall. Und jetzt muss er Klefki an der Stelle opfern. Nein, es kommt erst die Synthesen. Das ist natürlich ungeschickt, weil damit kriegt der Shaman nicht so schnell jetzt weg. Hier, der Switch ist wieder klar. Kommt Altaria, aber Altaria kriegt eben auch Schaden durch die Spikes. Und die sind jetzt schon 2 Lagenstachel. Ja, sieht man ja. Er predicted den Switch auch. Der gute Flo und geht auf Slowbro. Er ist jetzt so ein bisschen hin und her jetzt immer. Er geht weiter auf Shaman, weil er da an sich nicht viel zu verlieren hat. Ist halt die Frage, ob es an der Stelle für Flo lohnt es sich, Callman zu drücken, ist die Frage. Das zum einen. Ah, das Color Scheme da unten. Ich muss bei Showdown mal noch bei den Einstellungen ein bisschen rumgucken. Ich probiere es einfach mal aus, was da passiert, wenn ich da auf Dark drücke. Ich hoffe, da passiert nichts Schlimmes. Ne, das probiere ich mir lieber mal nicht. Ich glaube, es sieht aber cooler aus auf jeden Fall dann. Hier kommt die dritte Ladung Spikes noch als letzte Tat von Klefki. Ist natürlich jetzt eine freie Synthese. Er kann jetzt hier nochmal auf T-Wave gehen, was gegen Shame nichts bringt, weil es hat Natural Cure und somit wird das, dann wenn es ausgewechselt wird, wird das, ja, annulliert sozusagen. Nimmt es hier auch ganz einfach das Klefki raus. Shame ist schon ziemlich gut, er macht schon ein ziemlich gutes Match, obwohl man das eigentlich nicht meinen möchte. Ja, er wechselt es aus, hier wie gesagt, Natural Cure, innere Kraft heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und da kommt Smogmog und das ist halt so, das ist halt die komplette Wall, ich hatte schon gesagt, eigentlich ist die Frage, dass er ahnt oder nicht oder doch. Komm, auf jeden Fall erstmal Black Sludge, womit Smogmog sowas überhaupt keinen Schaden kriegt. Der Kampf ist halt ziemlich viel in den Herwechselerei. Tod ist ein super guter Play, da er dadurch die Toxic Spikes oder den Willow, ich glaube Willow dürfte auch noch drauf sein, Toxic Spikes abfängt. Und natürlich finde ich schon mal sehr, sehr wichtig, die Toxic Spikes nicht hinzubekommen. Jetzt hier U-Turn ist die Frage, was macht er? Eigentlich sein einziger sicherer Switch wäre Slowbro, obwohl auch das keine Attacke, eine Attacke sehr, sehr ungern abbekommt. Dieses Magic Cup Festlos Pokémon Tournament. Ne, wie heißt das Spiel? Keine Ahnung, was es ist. Pokémon Tekken, ich weiß nicht, das Spiel ist scheiße. Und hier hat jetzt Felix die Vergiftung gefordert, weil es verdient gewesen wäre. Ist die Frage, geht er weiter auf Psyshock? Ja, geht auf Psyshock. Jetzt ist die Frage, was macht Shaymin? Die Synthese ist eigentlich obvious, die fragt man nicht nur mal auf Psyshock hätte gehen sollen, einfach um da ein bisschen Druck machen zu können. Der Crit hätte dann auch nicht mehr geholfen, hätte er vorher gebraucht. Hier Mew, wir sehen ja schon, er muss ziemlich viel näher wechseln, geht hier auf das Feuerball, das ist ein Tornupto. Was mit dem Knockoff erstmal seinen Choice Specs verliert. Der Kampf geht hier schon ziemlich lange, also einen langen Kampf hätte ich nicht in Runde 1 erwartet. Wir sehen eben zwei sehr gute Spieler mit, ja, auch relativ defensiv ausgelegen Teams, ja, weil eigentlich alles, was Offensive, obwohl, ja, Felix hat noch deutlich defensiver sein Team auslegen können. Ich glaube, Felix ist generell hier nicht so schlecht mit seinem Team bedient, weil einfach sein Bulk sehr gut ist. Gerade Smogmog, Gastrodon, Altaria, Shame sind sehr, sehr gut. Und jetzt kommt die Amagaga und da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das hat Freeze Try, macht ziemlich harten Schaden, hat einen guten Spezialangriff. Wir sind ja auf Freeze Try, ja, wird kommen, da bin ich hundertprozentig sicher, ja. Und er macht fucking 96% Enekoro. Weiß Enekoro ist, das kann gar nichts. Also, dass es nicht mal in die Glas kommt, das kann gar nichts. Deswegen wundere ich mich auch, dass es das überhaupt mitnimmt. Nicht verdessen Xerox. Oder Knocker wäre auch cool gewesen. Weil Knocker ja auch ziemlich viel Druck aufbauen kann. Jetzt kommt, wie gesagt, Krasnod nochmal versucht, dann was zu reißen. Der Freeze Frame ist natürlich logischerweise raus, das Enekoro. Und jetzt kommt hier Wishu. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man? Er macht es in meinen Augen, ich glaube, ich weiß, was kommt. Er holt Typlosion rein hier. Er kriegt Spike-Schaden, so ziemlich viel. Also Spike ist ja echt nicht schlecht. High Jump Kick ist in meinen Augen
Natürlich jetzt, wenn er hier rausgeht, schon ein guter Play, aber generell ein ziemlich schlechter. Denn ist klar, was Felix hier wollte. Er wollte einen Safe-Switch in das Mock-Mock. Und er hat natürlich gedacht, kommt Taunt, wäre zu obvious, kommt 100 Pro, die, wie ist die Matschbombe? Oder Toxic Spike, also kommt 100 Pro. Und es kommen eben hier Toxic Spikes. Und das ist ein sehr, sehr guter Zug. Da ist das Vergiftung auf Lamus drauf, was ihm sehr, sehr viel hilft. Es hilft ihm sehr viel weiter, das Match. Es ist ja mit dem eigentlich Altarius ein Free Switch. Kriegt zwar viel Schaden durch die Spikes, aber kann dadurch, dass paralysiert ist, eben nicht mehr verbrannt werden. Das heißt, er kann Muse-Zug hier problemlos abfangen. Jetzt kommt Defog. Was in meinen Augen, ich weiß nicht, ob es denn, ich würde es fast als Missplay kategorisieren. Weil, gib mir eine Sekunde, ich möchte das mal ganz kurz erklären. Ich mache mal eine Pause in dem Match ganz kurz. Weil einfach, es kriegen so viele Mons hier, nämlich 4 von 5 kriegen noch Schaden auf die Spikes. Und die Toxic Spikes, die meistens zwar ungeschickt und wirklich echt, echt eigentlich blöd, aber dass das so viel wechselt, während er wäre eher früher oder später auf die zweite Ladung gegangen, bin ich nicht sicher, ob ihm das so viel jetzt gebracht hat, ob er nicht einfach versuchen hätte, sollen hier weitere Spikes draus lassen. So, schauen wir mal an, was er daraus macht. Es kommt jetzt auf jeden Fall erstmal Softball, das Spiel kennen wir schon. Altaria Heal Bell heilt sich selbst von der Paralyse, was jetzt natürlich wird ziemlich gefährlich, denn er kann jetzt erstmal rausgehen. Der Willows sollte relativ klar sein, da kommt 6 Leute für TTT, ist das dieses Terrorists. Wer ist das? Terrorist in Town? Nein. Keine Ahnung. Gibt es irgend so ein Spieler, so in der Art heißt, glaube ich. Auch abgezogen TTT. Und jetzt kommt hier Tankrowth, was eigentlich den einzigen Zweck hat, hier dieses Gastrodon abzufangen. Der Switch war offenbar für Felix zu obvious, deswegen geht hier auf die Sludge Wave, was an der auf die Schlammwoge, was ein ziemlich guter Move ist hier an der Stelle. Und natürlich hier safe rausgehen in Altaria, vermute ich mal, ja. Und das eben nicht mehr paralysiert ist, kann das jetzt richtig zum Zug gehen. Das Tankrowth dürfte auch keinen Move dagegen haben. Jetzt muss hier schon wieder was opfern, der gute Flo. Ist auf jeden Fall nicht so gut aus für ihn. Jetzt kommt hier Min Shao noch, da versucht er eben jetzt das irgendwie mit der Brechstange zu erledigen. U-Turn ist für mich auch der richtige Play. Falls er wieder auf Smogmog geht, muss er da den Switch bekommen. Allerdings hat das Felix wieder exzellent predicted und zwingt ihn so zu einem erneut unklugen oder ungeschickten Switch aus seiner Sicht. Jetzt kommt der Slowburn. Jetzt die Frage, wie viel Schaden könnte eine Hyper Voice machen? Aber fragt es gar nicht, sondern geht auf seinen Shaymin, was relativ solide ist. Callmind kommt, jetzt eben die Frage, wie viel Schaden Seed Flare macht. Ich glaube, er kann es nicht mehr länger damit rumspielen, versucht es aber doch. Ich hätte es mit 100%, ja, es bringt halt nicht so viel, aber Seed Flare hier sehen wir, macht gegen Mew auch fast die Hälfte Schaden. Kann sich natürlich gegen Boost versuchen, aber der Drop bei Seed Flare, der kommt so schnell, es kommt der Mist hier. Das ist für Flo relativ geschickt. Da geht hier auf Knockoff, haut das Leben ob weg, was auch nicht schlecht ist, da er damit Lamus nochmal ein bisschen mehr Chancen an. Und ich glaube, er muss ja plus 1 überlebt, dass kein Seed Flare von einem potenziell mäßigen Shame. Jetzt hat er natürlich hier, was könnte nochmal eng werden? Hier Willow misst aber auch, was natürlich jetzt nicht so schlimm ist. Der Seed Flare misst, hat im Endeffekt deutlich mehr gemeldet, weil sonst das Mew schon weg wäre. Jetzt hier an der Stelle kommt Psychic, weil er seine Attacken sparen muss. Willow misst nochmal, ist natürlich weiterhin ungeschickt, merdert aber nicht so viel, wie ich schon erläutert habe, dass Natural Cure im Prinzip sich heilen kann. Sollte vielleicht mal wieder auf die Heilung gehen hier. Es trifft auch Willow mal. Ist die Frage, was macht Mew? Heilt es sich nochmal? Weil Shame hat es natürlich, ist es logisch und es macht auch Sinn, hier seine Attacke zu sparen. Er wechselt es auch aus, weil er gemerkt hat, dass ist mit Shame hier nicht so ein gutes Matchup für ihn, weil das auf kurz oder lang nicht sicher gewinnt. Zumindest kommt der Zuckerguss rein. Die Heilung wahrscheinlich versucht er jetzt weiter hier auf, ja, Spikes auszulegen. Und Willow misst wieder. Das wäre jetzt wiederum schon ein bisschen blöder, aber hier kommt sowieso Willow und es dürfte Flo eine Sache, ich glaube, jetzt realisiert er eine Sache, die er ziemlich gut macht. Zeige jetzt auf Knock-Off, haut das Black Sludge weg und kassiert den Will-O-Wisp, was aber Felix hier an der Stelle vielleicht nicht ganz auf dem Schirm gehabt hat, ist, dass Mew Synchro hat und somit auch im Prinzip Mews Irrlicht
ja, unnötig wird. Auch dieses Matchup hier wird dem Mew auf kurz oder lang gewinnen. Geht hier weiter auf Knock-Off. Und er legt hier die Toxic Spikes aus, was im Prinzip schon so ein Problem mit verlässt. Kann Lamus nicht mehr zum... Oder mit einem Toxic Spikes kann Lamus noch zum Sweep... Könnte es noch zum Sweep kommen. Er geht hier weiter auf Defog, also... Im Endeffekt wird das auf ein ekelhaftes Gistolia rauslaufen. Denn wir wissen alle, was das liebe Smogmog noch drauf hat. Nämlich eine ziemlich böse Attacke, die sich Pain Split nennt. Und es geht er, in meinen Augen macht hier den Fehler, Softbolt nochmal zu machen. Hier kommt Pain Split, ja. Was hätte er nicht machen dürfen, hätte weiter. Er hätte hier auf Defog gehen sollen und dann, wenn keine Spikes nehmen, wenn er Pain Split zum ersten Mal macht, hier das Lamus rein switchen. Versuchen damit nochmal ein bisschen zu pressuren, wobei es auch nicht so viel bringt, generell das Lamus halt, weil es nicht sicher einen Attack von Shaman überlebt, das weiß ich eben nicht, wie das aussieht. Jetzt ist die Frage, was macht Mew gegen Amagaga? Wie viel macht es? Wie viel Schaden kann es drücken? Knock-off, Horse Choice Specs weg. Sind wir auch, warum Amagaga so viel Schaden macht in einem Smash? Das geht echt ziemlich lang, Freunde, aber ich habe schon erwähnt, hier zwei sehr gute Spiele in Runde 1 aufeinandertreffen, eigentlich extrem schade, aber besser in Runde 1 als nie, würde ich mal sagen. Man versucht das Mew das noch zu burnen, irgendwie das Amagaga hier rauszunehmen. Es ist natürlich hier Freienserwahl Hyper Boys. Ziemlich mächtige Eisattacke dank seiner Fähigkeit. Das ist halt die Frage, was macht er jetzt? Versucht das nochmal mit Lamus hier zum Boost zu kommen? Nein, holt mir einen Schau rein. Geht auf Fake Out. Ja, das ist an sich kein schlechter Play, obwohl ich halt. Es ist die Frage, wie viel Schaden. Wer schneller ist, der Dino oder Lamus, wie viel Schaden er macht. Das sind halt alles so Fragen, die. Flo hier hätte sich überlegen, was er so verliert, jetzt auf jeden Fall relativ safe, gerade durch den U-Turn. Das ist für mich ein weiterer ungeschickter Play, der jetzt, dass Lamus hier safe eine Attacke abbekommt. Jetzt wollen wir sehen, wie viel die Hyper Boys machen. Die Hyper Boys ist obvious, die macht 52%. Das wäre mit plus 1 wäre das ertragbare Schaden gewesen. So ist im Endeffekt Slowpro hier das Opfer. Ich weiß auch nicht, geht auf Callmine, dass das. Ich weiß es halt nicht. Er hat es bald auch Max Damage, also. Ich sagte, ich hätte direkt gegen Amagaga das Slowbro hier reingeholt, wäre auf plus 1 noch gegangen. Hätte die Attacke halt genommen, aber so verliert jetzt hier Flo relativ sicher mit 4 zu 0 wahrscheinlich, würde ich vermuten. Schon so ziemlich heftig ist, außer es kriegt er noch einen von Felix oder Felix gibt ihm noch einen. Ich denke, das könnte jetzt hier auf das Gastrodon rauslaufen. Ah, ich glaube, ich weiß, was er vorhat, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil der Turmkick zu viel Schaden macht. Ich verrate noch nicht, was er vorgehabt haben könnte, weil das ist, würde sonst was übersetzt spoilern. Ja, es ist halt die Sache ist erst hier mit Altarius im Prinzip absolut safe. Ja, schreibt gerade noch der Zuschauer, Flo spielt scheiße, mach's besser, ja. Geschickt waren nicht alle Plays, aber wie gesagt, es ist halt auch immer, es ist halt manchmal ein Coinflip und dann entscheidet man sich nicht immer richtig, da kann man ihm gar keinen Vorwurf machen, das hat Felix einfach sauklug zu Ende gespielt hier am Anfang, dass der Defog, wie gesagt, weiß nicht, damit hätte man Altaria kriegen können, da wir von dem noch keine, oder generell, das hat glaube ich, na sehen wir jetzt nicht, da haben wir Feuersturm, Heal Bell, Hyper Voice und, deshalb haben wir nur die Attacken von ihm gesehen. Heelball, Feuersturm, Hyper Voice. Kein Plan, was wir von dem noch gesehen hätten. Wenn es halt. Upsala. Wenn es halt keinen Roost gehabt hätte, dann hätte man es durchaus mit Spikes noch verletzt. Weil Altari war halt schon eine große Gefahr zusammen mit Shaman. So weiß nicht. Perry Toxic Spikes war halt ungeschickt. Das hat, wie gesagt, Felix clever gespielt an der Stelle. In diesem Sinn, dann sehen wir uns morgen wieder beim weiteren Kampf. Könnt ja Flo in den Kommentaren trösten. Bis dann. Und ciao.